Das Reizdarmsyndrom ist medizinisch nicht gefährlich, aber es kann quälende Beschwerden auslösen. Also beim Reizdarmsyndrom kommen die Patienten mit unterschiedlichen Beschwerden. Das können entweder Schmerzen sein, das können Durchfälle sein, das können auch Verstopfungen sein, das kann auch im Wechsel passieren, das können auch Blähungen, Völlegefühl. Also es ist ein sehr buntes Bild an Beschwerden. Und das, was für die Erkrankung am Ende typisch ist, ist, dass man sozusagen nach umfangreicher Diagnostik leider aber keine Erkrankung dahinter findet, sodass das dann als übrig bleibende Diagnose am Ende gestellt wird, dieses Erkrankungsbild. In der Diagnostik des Reizdarmsyndroms stehen die endoskopischen Verfahren im Vordergrund, das heißt eine Magenspiegelung, eine Darmspiegelung, dann eine Untersuchung der Umgebung mit entweder Ultraschall oder einer Schnittbildgebung mit CT und MRT. Eine Testung auf Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Im Vordergrund stehen dabei Milchzuckerunverträglichkeiten und Fruchtzuckerunverträglichkeiten. Und gegebenenfalls dann auch eine Ernährungsanalyse mit einer Betrachtung, welche Nahrungsbestandteile eventuell die Beschwerden fördern oder aber auch lindern. Das Reizdarmsyndrom wird behandelt, im besten Fall mit eben der Identifikation von auslösenden Faktoren und Beeinflussungen dessen, am besten über eine Ernährungsanpassung. Im zweiten Ansatz gibt es aber Möglichkeiten, auch Medikamente einzusetzen. Hier hängt es immer davon ab, welche Symptome im Vordergrund sind, Schmerzen, Verstopfung oder eben auch Durchfälle. Und da lässt sich dann in der ärztlichen Beratung entsprechend auch auf die medikamentöse Therapie eingehen.